Der Zeitarbeiter wird bezahlt wie ein Idiot und auch behandelt wie ein Idiot. Also du kriegst bei den Wortäußerungen und bei den Floskeln der leitenden Person schon so ein bisschen, als wenn du jemand bist, der nichts gelernt hat, der vielleicht noch, also der irgendwie wie ein Schuljunge ist oder wie ein, also öfter so ein Spruch wie, dann kannst du nach Hause gehen. Ne? Also ich bin 30 Jahre alt, ich habe Familie und bin Facharbeiter und muss mir anhören, dann kannst du morgen nach Hause gehen. Ja? Also. Keine Anerkennung, das wird gar nicht geachtet. Man wird nur verheizt. Du musst nur bringen, du musst nur geben. Und dann für diese wenige Gegenleistung. Was wir machen, wir können die Soße schon fertig machen. Nein. Ja. Der 53-jährige Harald ist seit über 30 Jahren Koch aus Leidenschaft und hat in Nobelhotels auf der ganzen Welt gearbeitet. Sogar für Hillary Clinton hat er einmal gekocht. Vor 6 Jahren kam er aus Liebe zu seiner Partnerin nach Deutschland zurück. Damals war Zeitarbeit für ihn die Möglichkeit, rasch Geld zu verdienen. Eigentlich bin ich mit der Hoffnung reingegangen, ich komme finanziell weiter. Egal, ob man weniger verdient, ne, ich habe meinen geregelten Ablauf, ne, ich weiß, was ich tue. Vielleicht entwickelt sich ja auch daraus, dass ein Betrieb dich auch mal fest übernimmt. Also praktisch diese ganzen Vorstellungen, die ich hatte. Also man hat auch sehr nette Kollegen kennengelernt, ne, also wo auch auf Wochen hinaus wirklich ein super Team zusammengewachsen ist. Ne. Das waren eigentlich dann diese Hoffnungen. Doch trotz guter Leistung wird Harald nach 5,5 Monaten von der Zeitarbeitsfirma gekündigt, um den Kündigungsschutz zu umgehen, der auch bei Leiharbeitern nach 6 Monaten einsetzt. Im nächsten Betrieb erlebt er dann zum ersten Mal die Diskriminierung, die für Leiharbeiter zum Alltag gehört. Das Schlimmste, was für mich eigentlich war, in einen der größten Betriebe in Deutschland reinzukommen. Und man hat seine eigene Kochkleidung an. Die konnte man direkt wieder ausziehen. Man musste zur Wäschekammer. Man sah schon die Kollegen, die sich da umzogen. Man sagt, oh, super Kleidung. Gefällt mir auch. Man bekam Kleidung, dass man Leiharbeiter unterscheiden konnte. Da habe ich mir gesagt, Moment, wo bist du denn eigentlich gelandet? Irgendwo in einem Bootcamp. Harald muss nicht nur andere Kleidung tragen, sondern auch in einem Essensraum nur für Leiharbeiter Pause machen und im Gegensatz zu den Festangestellten sein Wasser selbst bezahlen. Leider wollte uns keine der angefragten Zeitarbeitsfirmen eine Dreherlaubnis geben. Deshalb begleiten wir Harald beim Kochen im Restaurant eines Freundes. Aus Angst, arbeitslos zu werden, hat er sich nie gegen die Diskriminierungen gewehrt, auch dann nicht, als er, der erfahrene Koch, zur Spülhilfe degradiert wurde. Da ist also praktisch die Spülfrau ausgefallen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ist ja auch kein Problem, machst du das schnell. Und dann kommst du auf einmal dann in diesen Betrieb rein. Die guckten, ja wieso, hat der auch Kochkleidung an? Ja, was möchten Sie hier? Ja, ich muss die Spülhilfe ersetzen. Dass die den Kopf am Schütteln haben, dann, Moment mal, wie weit wollen Sie noch runter, Herr Kollege? Ne? Ja, aber das hat man in dem Moment, man beißt in den sauren Apfel rein, das sage ich ganz ehrlich. Ne? Ja, genau. Schön nett aussehen, schön aussehen. Auch Haralds Freund und Kollege Sven macht sich Sorgen. Er kann nicht verstehen, wie jemand, der so viel Erfahrung im Beruf hat, nichts Besseres findet. Er selbst arbeitet sehr gerne mit Harald zusammen. Das ist ein sehr netter Kollege, ein wirklich guter Koch. Wir kennen uns jetzt auch schon etwas länger, haben schon ein paar Sachen zusammen gemacht. Sehr hilfsbereit, immer für neue Fragen offen. Ja, und es ist im Moment sehr, sehr schade, dass er keine Festanstellung hat. Haralds Hoffnung auf eine feste Arbeit wird immer wieder enttäuscht, obwohl er so engagiert ist, dass ihn seine Zeitarbeitsfirma sogar in 2 Kantinenküchen gleichzeitig beschäftigt. Ich hatte auch schon Zeiten gehabt und das 8 Monate kontinuierlich durch. Morgens um 6 Uhr raus, Doppelschichten gefahren, keinen Samstag, keinen Sonntag. Man hat nicht 100% gegeben, man hat 500% gegeben und auch noch mehr.
gezeigt, was man kann, wie man dabei ist, wie engagiert man ist und so weiter, in welchen Bereichen man eingesetzt worden ist, selbst dass man Küchenchefs vertreten hat, die Leitung übernommen, so das Ganze also praktisch auch zu halten, Zufriedenheit, ne? Sich selber auch damit also praktisch eine Anerkennung gegeben. Harald ignoriert seine wachsende Erschöpfung und arbeitet rund um die Uhr. Ihm bleibt gar keine Zeit, sich irgendwo anders auf eine feste Stelle zu bewerben. Dann kommt dann irgendwann mal der Punkt, es fruchtet nicht. So, und dann war das, dass ich dann wirklich irgendwo dann total abgesackt bin. Ne? Psychisch, dann mit Depressionen, Aggression. Ne? Also praktisch der Partner, der leidet dann mehr drunter. Man bläfft ja in dem Moment Türen an, die gar nichts dafür können. Und vergräbt sich dann so wirklich ein tiefes Loch. Der 30-jährige Ringo ist gelernter Maurer und kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Als damals vor 7 Jahren eine Firma nach der anderen pleite ging, merkte er, dass es dort keine Zukunft für ihn gab. Und bin in voller Hoffnung, so wie viele andere 100.000 Jugendliche, nach Berlin gegangen, um hier Arbeit zu finden. Und schnell festgestellt, dass hier ein sehr raues Klima herrscht auf dem Bau. Und gerade auch sehr viele schwarze Schafe, also Bauunternehmen, die nicht zahlen, wo man seinen Lohn hinterher rennt. Und dann habe ich halt mich schnell entschieden, lieber 5 oder 6 Euro auf der Hand, als 10 Euro hinterher zu rennen. Da sind wir in der Zeit aber zur Branche gegangen, weil man da einfach sicheres Geld kriegt, wenn es auch nicht viel ist. Man bekommt ja beim ersten Einsatz und in den ersten Wochen immer gesagt, Mensch, streng dich richtig an hier, und gerade bei uns ist das was ganz anderes. Hier werden auf jeden Fall Leute übernommen und das schafft hier jeder und so. Und wenn du richtig dabei bleibst, bei den ersten Einsätzen habe ich das noch voll geglaubt, habe mich voll reingehangen und so und immer noch mich dann noch freiwillig gemeldet für extra Einsätze, Überstunden und so. Aber schnell ist dann wirklich diese Illusion zerplatzt, wo du mitbekommen hast, dass erstmal gar nicht nach Leistung geht. Und dass einfach das Interesse gar nicht besteht zu übernehmen. Es wäre auch an sich ein Paradox, denn wenn sie Leute übernehmen möchten und haben möchten, dann würden sie ja einstellen, Gelernte. Also es geht wirklich nur darum, dass du da als Leiharbeiter bleibst, weil du billig bist, weil du flexibel bist, weil auf dich ein höherer Druck ausgeübt werden kann. Das ist deine Aufgabe. Ringo wird als Produktionshelfer in einem Betrieb eingesetzt, der Autoteile herstellt. Die Arbeit gefällt ihm, nur dass die Kollegen so unfreundlich sind, macht ihm zu schaffen. Ja, du hast immer diese Anti-Stimmung bei den Festarbeitern, die natürlich wissen, wo ein Leiharbeiter steht, ja, da kann auch morgen einer an meinem Platz stehen und ich kann rausgeschmissen werden. Ich habe erlebt, gerade in kleineren Firmen, dass du erstmal kommst und du erstmal behandelt wirst, als wenn du gar nicht da bist. So, hallo, ich bin der von der und der Zeitfirma. Ja, stell dich erstmal hin, warte mal auf deine Arbeit und so in die Richtung. Also warte mal erstmal und stell dich mal daneben und dann auch schlecht. Also es gibt einfach keine Einführung, so wird deine Hand genommen, gezeigt. Nein, einfach du stehst da, du musst sie alles erfragen. Wo ist die Toilette? Wo ist der Pausenraum? Wie sind die Pausensachen? Ja, öfter gehen sogar, war schon mal der Fall, dass deine Kollegen zur Pause gehen. Du hast nicht aufgepasst und weißt gar nicht, wo die Räume alle sind. Ja, du fällst einfach auf, weil du einfach von nichts da eine Ahnung hast in den Betrieben. Und es gibt einfach nicht einfach so eine Einarbeitungszeit oder so eine Einführung so in den Betrieb, sondern dass du wirklich klar bewusst wirst, du bist hier nur für ein paar Tage, du bist hier nur für ein paar Wochen, dass das auch klar bewusst wird. Warum soll man dir was erklären? Du bist ja eben auch wieder weg, so in die Richtung. Ringo wird schlecht behandelt und schlecht bezahlt. Obwohl er 40 Stunden die Woche arbeitet, verdient er nur 850 Euro brutto im Monat. Seine Frau Melanie war im Mutterschutz und ist erst seit kurzem wieder bei einer Zeitarbeitsfirma als Produktionshelferin beschäftigt. Die junge Familie muss überall sparen, auch beim Essen. Jetzt, wo das Geld noch knapper ist, haben wir eingelegt eine Sparwoche, wo wir halt wirklich nur so wie Pellkartoffeln halt was nicht teuer ist. Und eine Woche, wo halt ein bisschen mehr Fleisch und so bei ist. Also das machen wir jetzt so schon, weil das Geld halt wirklich knapp geworden ist. Vor 4 Jahren beschlossen Ringo und seine Frau, ein Kind zu bekommen. Damals hoffte Ringo noch, über die Zeitarbeit eine Festanstellung zu finden. Inzwischen weiß er, dass das nur ein Traum war. Er ist in der Realität von Hunderttausenden von Zeitarbeitern angekommen, die alle am Rande des Existenzminimums leben. Ich gehe zum Beispiel einkaufen und habe einen Taschenrechner dabei, weil ich immer genau aufpassen muss, dass ich in meinem Limit bleibe. Und gehen halt wirklich generell nur im Supermarkt einkaufen. Ne? Also alles angefällt aus. Also Bäcker können wir uns gar nicht leisten, so Bäckerkram so. Wirklich nur mal am Sonntag vielleicht ein paar Brötchen, aber ansonsten Brot backen wir selber, um Geld zu sparen. So Sachen fahren halt flach. Und dann generell so Kaffee oder sowas oder mal weggehen oder mal auch essen gehen. Fastfood oder so ist ganz selten, eine ganz seltene Geschichte. Da legen wir uns extra so im Monat ein bisschen Geld zurück, damit wir mal einen Döner holen oder so. Also es ist
immer alles genau geplant und abgepackt in kleinen Geldmengen, damit man sich das genau einteilt und nicht da über das Limit kommt. So, ja. Hoppala. Ringo und Melanie sind liebevolle Eltern, die ihre ganze Freizeit mit dem dreijährigen Pavel verbringen. Jetzt, wo ihr Sohn noch klein ist, brauchen sie dafür nicht viel Geld. Aber was wird sein, wenn Pavel zur Schule